Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um die Situation eines Arbeitnehmers, der krank ist und eine Kündigung befürchtet. Wenn man als Arbeitnehmer erkrankt ist, dann kommt schnell so Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes auf. Ich sehe das immer an den Google-Anfragen. Diese Themen sind extrem beliebt. Ja, ich stelle mir mal so die Arbeitnehmer vor, die dann krank sind, zu Hause sitzen und jetzt überlegen, ob sie sich noch zur Arbeit schleppen oder nicht, weil sie Sorge haben, dass wenn sie sich nicht hinschleppen, sie vielleicht eine Kündigung bekommen. Und da muss man unterscheiden als erstes, in was für einem Unternehmen man beschäftigt ist. Wenn man in einem Unternehmen ist, in dem nicht regelmäßig mehr als 10 Mitarbeiter sind, Auszubildende zählen hier nicht mit, dann hat man keinen Kündigungsschutz. Der Arbeitgeber braucht keinen Kündigungsgrund und kann einen dann quasi immer kündigen. Ob man nun krank oder gesund ist, ist dann egal. Der Arbeitgeber wird möglicherweise, wenn er verärgert ist, vielleicht kündigen. Wenn man aber ein sehr guter Mitarbeiter ist, dann wird er das vielleicht auch nicht tun. Entscheidend ist in solchen Fällen immer, dass man möglichst gut kommuniziert und klar macht, dass man nicht etwa irgendwie krank feiert, sondern dass man wirklich krank ist. Alle anderen Arbeitnehmer, die nicht in einem Kleinbetrieb arbeiten, haben überhaupt nichts zu befürchten. Es sei denn, sie sind sehr, sehr häufig krank oder sehr, sehr lange krank. Wenn sie sehr lange krank sind, kommt es darauf an, ob bei der Krankheit irgendwie eine Aussicht auf Besserung ist. Ja, das wollen wir jetzt hier im Video nicht im Einzelnen vertiefen, das würde das Video den Umfang hier sprengen, dazu habe ich auch schon Videos gemacht. Das Stichwort ist dann Kündigung wegen Langzeiterkrankung. Bei sehr häufigen Kurzzeiterkrankungen, da kommt es auch wieder darauf an, wie häufig die sind und welche Zeiträume, dazu habe ich auch schon Videos gemacht. Was man sich jetzt erstmal ganz allgemein merken kann, ist, Angst muss man zunächst nur dann haben, wenn man in einem kleinen Betrieb arbeitet. Da kann man aber auch vor allen anderen Sachen Angst haben. Der Kündigungsschutz ist eben im kleinen Betrieb nur sehr eingeschränkt da. Also häufig wird ja gesagt, da hat man gar keinen. Das stimmt nicht. Diskriminierende Kündigungen sind auch in einem kleinen Betrieb unwirksam. Und es kann auch in einem kleinen Betrieb sein, dass eine Kündigung treuwidrig ist. Aber davon, diesen Fällen abgesehen, ist eben im kleinen Betrieb in der Regel gegen eine Kündigung wenig zu unternehmen. Auch wenn man in einem größeren Betrieb arbeitet, muss man daran denken, dass wenn man eine Kündigung bekommt, man innerhalb von 3 Wochen gegen diese Kündigung Kündigungsschutzklage einreichen muss. Wenn man diese Frist versäumt, dann kann man auch in einem größeren Betrieb gegen die Kündigung in der Regel nichts mehr unternehmen. Soweit erstmal die Information. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.